Ermek hatte mich zwar aus meiner Zelle befreit, aber ich war weiterhin gefangen. Ich hatte keine Verbündung, keinen Wohltäter und keinen Weg an die Macht. Und Macht fehlte mir am meisten. Doch warum sollte ich mich als ein untergebener, tatenloser Zauberer zufrieden geben? Ich sollte über die Geschichte entscheiden, die Menschen und Ereignisse nach Gutdünken lenken. Ich sollte das Stundenglas halten und als Wächter der Zeit darüber verfügen. Auf der Suche nach dem Stundenglas meistere ich weiter die dunkle Magie, um Liu Kang zu vernichten. Meine Suche mag ein Leben lang andauern, doch das ist es wert. Denn der Erfolg verspricht mir Allmächtigkeit.